Ja, weiter geht's mit Hogwarts Legacy und wir machen heute weiter mit der nächsten Aufgabe. Wir sollen ja Rest und Momentum lernen. Ich versuche jetzt gerade die Aufgabe ein bisschen abzubauen. Weil wir brauchen Geld. Wir müssen Geld verdienen. Ohne Geld, ohne Moos, nichts los. So, Rest und Momentum. Na dann, über der Nähe der Zinders fliegen, über der Nähe des Kimmich-Turms das Fliegen. So, da kann man gleich fliegen. Wir haben in der letzten Folge dann tatsächlich diesen guten, den guten Leander besiegen können. Weil gedauert hat. Aber es hat gedauert, es hat geklappt. Dann irgendwann hat der Typ. Achso, ich wollte euch tatsächlich mal noch was zeigen. Das fällt mir gerade ein. Ich hatte was gelesen. Das ist ja Hagrids Hütte hier, ne? Und es soll ein kleines Easter Egg zu einem Andenken sein. Oh, guck mal! Schwiesel, ach. Diese männlich, diese weiblich. Furchtbar, wenn Kreaturen auf diese Weise sterben. Aber ja, ja. Haben in Hogsmeade nichts zu suchen. Aber eigentlich wollte ich euch tatsächlich was zeigen. Bisschen was, ich hatte was gelesen. Und da das hier, glaube ich, Hütte ist, müsste es eigentlich hier etwas geben, was ich gerne euch zeigen würde. Ich muss es nur tatsächlich finden. Warte mal. Warte mal, warte, 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 warte. Bevor es hier weitergeht. Warte, warte, warte. Das ist doch. Ich glaube nicht, dass das jetzt geht. Vielleicht später. Ja, ja, das ist klar. Aber wo waren die? Wo war das denn? An welcher Stelle? An welcher Stelle war das? Ich hatte es nur irgendwo gelesen. Wie gesagt, bestimmt weiß ich nicht. Ich finde es so gerade nicht die Stelle. Das Ding. Super. Jetzt. Aber wo war das? Das ist auf jeden Fall die Hütte, die dann später im Film, wenn Harry Potter dann hierher kommt, Hagrid gehören wird. Aber wie gesagt, ich finde gerade die Stelle nicht. Ist das hier? Nee, doch. Das ist das, glaube ich, nicht. Ja. Vielleicht mache ich das ein andermal. Und zwar. Ja, ich wollte es euch erklären. Ich wollte es euch eigentlich zeigen. Ich fände es nur gerade. Ich finde es nur gerade nicht. Furchtbar, wenn Kreaturen auf diese Weise sterben. Aber Trolle haben in Hogsmeade nichts zu suchen. Ja, es gibt ein lustiges kleines Easter Egg. Ja, ein trauriges Easter Egg. Und zwar ist ja der Schauspieler, der Hagrid gespielt hat in den Harry Potter-Filmen vor
einigen Monaten verstorben, Bobby Coltrane. Und zwar soll es hier tatsächlich einen Grabstein für ihn zu seinen Ehren geben, mit einem Bild von einem Hippogreif, Seitenschnabel und so. Und genau dieses Easter Egg habe ich jetzt gerade gesucht. Ich hatte das in der Facebook-Gruppe gelesen und hatte gedacht, da gibt's was. Das wäre cool jetzt mal gewesen, euch das mal kurz im Video zu zeigen. Aber ja, schade. Gut, ist dann halt so. Gut, wir gehen mal runter zurück zum... Du hast eine gute Flugtechnik. Ja. Ja, das wollte ich euch zeigen. Es sind einige Easter Eggs, beziehungsweise einige bekannte Punkte. Wie gesagt, jetzt alle in Hagrid's Twitter. Und auch die anderen Sachen, die man so finden könnte. Soll es ja geben. Es soll ja unter anderem auch der Eingang zur... Warte mal. So, warte mal, ich muss auch gerade kurz gucken. So, ich habe ja eine Dualleistung gerade irgendwie sogar geschafft. Ja, aber zur Straßengüterfeld. Also man kann es auch in freier Wildbahn finden. Hat das jetzt irgendeinen Sinn hier, warum die herhängen oder? Ja, die haben keinen Sinn. Die waren einfach nur so da. Wir wollen nämlich die Aufgabe machen jetzt mit dem Fliegen. Da gibt es wieder ein paar Ballons. Hier sind jetzt keine gewesen. Ich fliege mal ganz kurz hier hoch jetzt zu den. Ist das der Kenwich so, Tom? Ja, das hat natürlich. Das ist, war jetzt, was ich suche. Ich bin so schlecht gerade. So. Oh, Alter! Okay, das hat jetzt nichts damit zu tun. Hä? Ah, hier. Sehr gut. Vier. Fünf. So, jetzt fliegen wir rück zum Queenbridge-Turm. Das waren wahrscheinlich die Zinnen. Die Feldkraft-Region. Okay. Oh, das sollte man vielleicht lassen. Da sind ein paar mehr Gegner. Das ist, glaube ich, auch nicht so unsere Welt. Wir lernen gerade so ein bisschen neue Gegenden kennen hier in der ungefähr. Wer hier wohl gelebt hat. Wo sind wir denn überhaupt hier? So, da vorne ist der Turm wahrscheinlich. Ich sehe auch schon die Ringe. Guck mal, Leute.
Genau so. 50 Erfahrungspunkte sind noch nicht, reicht doch nicht für ganz Level. Für ganz Level 12? Für 13. Und dann kriegen wir schon die nächste Aufgabe, die wir machen können. Es scheitert momentan so viel mit dem Fokus dran. Wenn ich den habe, habe ich zumindest 2-3 Aufgaben wieder mehr. Ach, hier ist die Bahnstrecke vom Hogwarts Express. Den sehen wir ja, glaube ich, leider. Woher gibt es denn im Spiel? Die Frage ist, wie weit können wir raus? Ich meine, ich glaube nicht, dass wir nach London können zum Part of King's Cross. Na, wir haben auch so viel zu entdecken. Ich möchte mir noch einfach einen anderen Punkt gerade mal angucken. Deswegen fliege ich jetzt gerade mal ein bisschen anders. Und zwar wollte ich mir mal kurz das Busthaus noch anstellen. Dann wird wahrscheinlich auch eine Truhe wieder sein. Hogwarts Gelände, klar. Putzhaus. Ich wollte mal ganz kurz reingucken. Das ist ja. Was haben wir hier? Aquabendi oder? Nee, warte mal. Das war nur Zufall jetzt gerade mehr oder weniger. Hat man Zeit. Level 13! Wir haben die Unterrichtsstunde Tierwesen freigeschaltet. Genau. An dieser Stelle ist tatsächlich Snape im letzten Buch gestorben. Und da, ich weiß was, ich kann mich erinnern an diese, an ihren Bruder. Oh, Schlüsselfabrik und Blazer. Okay. Ich wollte mich nur mal ganz kurz ein bisschen, nur mal noch mal gucken. Das war jetzt mehr oder weniger mal durch Zufall gerade. Ich würde sinken wie ein Stein. Gehst du schwimmen? Wo denkst du hin? Obwohl ich langsam glaube, ich sollte wirklich schwimmen lernen. Okay. Was wäre ich für eine Kontaktperson für die Wassermenschen, wenn ich nicht schwimmen kann? Du bist eine Kontaktperson für die Wassermenschen? Nun, im Prinzip nicht. Nein. Diese Position existiert im Augenblick noch nicht. Aber das werde ich ändern. Darauf kannst du dich verlassen. Ich bin übrigens Nerida. Nerida Roberts. Okay, Glückwunsch. Wir sind uns erst einmal begegnet beim Duell bei den gekreuzten Stäben. Okay. Ja, natürlich. Schön, dich wiederzusehen. Ebenso. Du interessierst dich ja sehr für Wassermenschen. Das tue ich auch. Denn sie werden von uns ebenso missverstanden und missachtet wie Kobolde und Zentauren. Und ich finde, wenn Kobolde und Zentauren Verbindungsbüros im Ministerium haben, sollten die Wassermenschen auch eins haben. Okay. Beeindruckend. Eine tolle Idee, mit den Wassermenschen Kontakt aufzunehmen. Ja, wirklich? Oh, vielen Dank. Natürlich habe ich bisher eigentlich noch gar nichts getan. Ich habe ihnen vor einigen Wochen ein Geschenk gebracht und sie wollten mir auch eines in einer ihrer Höhlen hinterlassen. Ein Austausch und eine Einladung. Ich wollte ihnen sagen, dass ich nicht schwimmen kann, aber ich habe es wohl nicht gut übersetzt. Meerisch ist echt knifflig. Ich kann dir was zutreffen. Und ich helfe dir gern. Das würdest du tun? Danke. Danke, danke. Sie sollen auf keinen Fall denken, ich würde ihr Geschenk verschmähen.
Diplomatie ist ein Drahtseilakt. Wenn ich mich nicht irre, kann man dort vom Wasser aus direkt in ihre Höhle hinuntertauchen. So, finstere Tiefen, mal weiterer Auftrag. Sehen wirst, eines Tages. Aber nicht jetzt. Denn an der nächsten Aufgabe, wir haben jetzt Level freigeschaltet. Ich will mal ganz kurz was gucken. Wir haben nämlich noch weiter runter schon, ne? Also Flugprüfung brauche ich gar nicht anzugehen, weil da das würde ich klappen. Ja, wir haben leider momentan nicht allzu viel. Den müssen wir machen. Irgendwann fällt es unter auf ein Tierwesen. Deswegen die Aufgabe. Ich gucke mal gerade, was im Inventar hier noch irgendwie ist. Was haben wir hier? Müssen wir Verteidigung? Verkaufsszene. Du würdest 150 für dich das Ding kriegen, okay? Ich weiß, haben wir 800 noch was? 700. Dann hätten wir 890, fast 900. 1200 brauchen wir. So. Den verticken wir noch. Den verticken wir noch hier. Den Dings. So, den müssen wir noch verkaufen. So, Talente. Ich habe irgendwas freigeschaltet. Was haben wir hier noch? Wir nehmen mal das hier. So. Herausforderung. Kampf. Die fünfte Leistung ab, okay. So. Ich gucke mich teilweise noch ein bisschen rum gerade. So, hier waren die wahrscheinlich die Tierwesen, die wir noch gekriegt. Ja. Alles gut. So, gut. Selbst daneben, das weiß ich einfach. Gut, für die nächste Folge gehen wir ein bisschen Tierwesen machen. Bis dann, tschüss.